Hat's Ihnen gefallen? Hat's Ihnen gefallen? Wir freuen uns, seit einer Woche bzw. seit 8 Tagen fahren wir durch Deutschland, einmal schon von Süden in Norden und zurück, haben über 30 Kinos besucht. Und es ist was ganz Besonderes und Schönes und auch Emotionales, sozusagen heute Abend hier. Wir sind hier als NFP, Marketing Distribution, eine Firma hier in Charlottenburg. Heute Abend hier in dem tollen neuen Zoopalast zu Gast zu sein, um Ihnen den Film hier zu zeigen und Ihnen die Macher des... Geht wieder. Ja, wer da hinten? Ernie, lässt du das? Egal. Habt ihr noch ein zweites? Wunderbar. Oh. Klasse. Ich möchte, bevor ich Ihnen die Macher des Films vorstelle, meinem Team und auch von der NFP Marketing Distribution, auch meinem Partner Alexander Thies, herzlich danken für die tolle Zusammenarbeit bei dem Projekt. Wir werden dieses Jahr 10 Jahre alt und im 10. Jahr eine Nummer 1 zu haben. Augenblicklich Stromberg, bis gestern hatten wir 370.000 Besucher in Kinos. Das ist ein Riesenapplaus wert. Und ich stelle Ihnen jetzt vor den Autoren, den Vater und auch den Produzenten Ralf Hussmann hier im Zoopalast. Der kommt von ganz oben. Deshalb ein langer Applaus wäre wunderbar. Ralf Hussmann. Achtung. Gehe ich mal lieber hier von dieser Wasser. Ja, geh, macht ja alles. Ja, vielen Dank. Das ist eine große Freude, das mal hier vor richtigen Menschen zu sehen. Ich glaube, es war auch das erste Mal, dass Frank-Walter Steinmeier einen Applaus bekommen hat. Also überhaupt, aber auch im Film. Eine große Freude. Ich wollte nur fragen, ist jemand hier, der Geld investiert hat in den Film? Außer der Eintrittskarte. Also einer der Crowdfunder oder Crowdinvestoren. Nein. Die ja, sagen, doch, da oben. Doch, da oben. Rechts oben, vorletzte. Aha. Wie viel? 50 Euro. Applaus. Berlin ist halt doch arm, ne? Ja, wir bauen einen Flughafen und so weiter. Marburg haben die das einfach alles so, die Tausender nur so weggeklaut, aber hier 50 Euro. Naja, aber dafür haben wir hier ein geiles Kino. Absolut, sensationell. Ich wollte nur sagen, wir haben tatsächlich natürlich unser Wort gehalten und haben alle Investoren des Films hinten nochmal aufgelistet. Das dauert sage und schreibe 16 Minuten, das wollten wir Ihnen jetzt ersparen. Aber nicht, dass Sie das Gefühl haben, Sie werden jetzt vernachlässigt. Also Sie sind in alphabetischer Reihenfolge nach Ihrem Vornamen aufgelistet. So, bevor es jetzt weiter knackt, stelle ich einfach noch den Rest der Kombo vor, die wir noch mitgebracht haben. Neben mir ist das auch noch der Mann, der seit 5 Staffeln Regie geführt hat bei Stromberg und auch bei diesem Film und auch bei mehreren Staffeln Tatortreiniger und überhaupt bei allem, was im deutschen Fernsehen lustig ist. Meine Damen und Herren, hier ist der Regisseur des Films, Arne Feldhusen. Arne, pass auf, wir brauchen dich noch morgen in der Tour. Hat es dir gefallen hier? Ja, außer dem Knacken jetzt hier ist alles perfekt. Sehr gute Stimmung. Ja. Kann aber schon Berlin mithalten mit gestern, ne? Oder? Gestern waren wir nämlich in Hamburg in Cinemax 1, auch so ein großes, tolles Kino, nur nicht so alt und so distinguished wie hier. Aber du hast jetzt alle gesehen, alle tollen, großen Kinos in Deutschland. Ja, ich hatte schon Charlton Heston auf die Bühne gekotzt und so vor. Ja, viel Tradition, man riecht es auch ein bisschen. Aber es ist nicht nur Arne hier, sondern auch noch
unsere beiden Prachtbratzen aus der Kapitol. Die eine Frau, die es tatsächlich mit schauspielerischer Höchstleistung geschafft hat, so zu tun, als könnte man sich auch in Bernd Stromberg verlieben. Das ist schon wirklich eigentlich einen deutschen Filmpreis wert. Hier ist Milena 30. Die einzige Berlinerin aus dem ganzen Ensemble, ne? Das ist richtig. Sehr schön hier zu sein und auf dieser fetten Leinwand ist, ja, mich zu sehen, ist ganz schön. Dafür macht man es doch, ne? Hat, wenn man das so groß sieht, noch mehr den Eindruck, dass der Bernd einfach aus dem Mund riecht, ne? Ja. Weil er halt Veganer ist, das kann man nicht empfehlen. Und einen ähnlich schweren Job, denn sie muss so tun, als würde sie sich seit 10 Jahren in Ulf Steinke verlieben. Christoph? So klingt Christoph in der Mittagspause, also nach der Mittagspause. Okay. So, zurück zu mir. Sie muss, wie gesagt, seit 10 Jahren so tun, als würde sie sich in Ulf Steinke, also in Oliver Fnuk, verlieben. Und das ist mindestens ebenso harte Arbeit. Deswegen einen besonders herzlichen Applaus für Diana Stähli. Filmchen drehen wollen, die Diana.